Ja, Freunde, Zerlegung der Zylinderköpfe, Ausbau der Ventile, was immer so nötig ist, damit es interessant wird. Das habe ich jetzt vor. Aber vorher bin ich gerade was am Basteln. Ich will nämlich mal einen Dichtigkeitstest der Zylinderköpfe im Vorfeld machen. Einfach, weil es mich interessiert und ja, weil ich es kann. Willkommen bei Zams Channel. Ja, ich baue hier gerade einen Unterdruck-Testadapter. Warum will ich das testen? Ja, wir haben ja gesehen im Kompressionstest, dass der vertikale Zylinder deutlich schlechter war als der horizontale Zylinder. Und ich habe das ja damals darauf zurückgeführt, dass der horizontale Zylinder möglicherweise noch ein bisschen Öl drin stehen hatte, weil das Öl halt nicht losgeworden ist. Beim vertikalen Zylinder fließt das Öl nach unten ab, beim horizontalen steht es vielleicht noch länger drin. Deshalb war so ein bisschen meine Vermutung, der hat einfach noch mehr Öl gehabt und hat deshalb eine höhere Kompression gehabt. Vielleicht sind es aber auch undichte Ventile gewesen. Ich habe keinen Druckverlusttest gemacht, obwohl ich das hätte machen können, habe ich halt nicht. Habe mir gedacht, ich baue es eh auseinander, ist egal. Aber jetzt will ich mal gucken, ob die Ventile unterschiedlich dicht sind bei den beiden Zylindern. Ob einer besser ist als der andere, ob einer schlechter ist als der andere. Genau, und deshalb baue ich hier gerade einen Unterdruck-Testadapter. Ich habe eine Aluminiumplatte genommen, habe da so einen Schlauchstutzen drauf geschraubt, habe hier ein paar Bohrungen gesetzt oder Ausfräsungen. Und jetzt klebe ich eine Gummimatte drauf. Genau, so wie immer halt, wenn ich so einen Adapter baue. Das kostet ein bisschen Zeit, aber trotz meines hohen Alters hoffe ich noch auf noch ein paar schöne Jahre. Dementsprechend ist es schon in Ordnung. Genau. Aber ich habe mir vorgenommen, dass die Diva zur nächsten Saison wieder auf der Straße ist. Das mag vom Sommer dieses Jahres 2024 natürlich lang klingen, aber das ist nicht lang, genau genommen. Die Zeit vergeht so schnell. Und ich erinnere dran, am Laubfrosch habe ich 2 Jahre gebaut. Und an der Diva, wenn das klappt, was man natürlich noch nicht weiß, ich werde mich nicht beliebig unter Druck setzen, das ist halt nur mal so eine Vorgabe. Wenn das klappt mit der Diva zur nächsten Saison wieder auf der Straße, dann hätte ich ein halbes Jahr dran gebaut. Aber bei der Diva ist es ein bisschen einfacher, weil ich baue das Motorrad wieder zusammen, was ich auch zerlegt habe. Ich muss eigentlich nichts neu erfinden. Eigentlich muss ich gar nichts neu erfinden. Eigentlich darf und soll ich nichts neu erfinden. Deshalb denke ich, dass ich da in einem halben Jahr schon fertig sein könnte. Wenn ich mich nicht vorher irgendwie verstümmle mit solchen Messern oder so. Der Plan war also, dass es so passt und hier anschraubbar ist mit im Zweifelsfall 4 Schrauben und dass es auch so passt. Nur wackelt es hier noch, weil hier so viele Verkrustungen sind. Die muss ich natürlich erst sauber machen. Ja, dass hier noch der Lenker liegt, darf euch nicht irritieren. Das liegt ganz einfach daran, dass ich den gleichen Keller tun werde, sobald ich wieder mal kurz ins Haus gehe. In mein Diva-Kellerregal, welches ich da eingerichtet habe. Weil den würde ich hier die nächste Zeit nicht brauchen. Ja, da fällt jetzt viel rein, aber das macht nichts. Das sauge ich aus und außerdem kommt das eh alles auseinander. Ja, wird einen Moment dauern. Hat ein bisschen Sauerei gegeben, aber ich habe ja einen Staubsauger. Wenn ich gleich Unterdruck auf den Auslass geben möchte, muss ich natürlich, um zu verhindern, dass Luft über das Peersystem, über die Peeröffnung reingeht, die Peeröffnung zustopfen. Und die ist jetzt noch voll Kohle, die ist eigentlich fast zugestopft, aber ich kann da natürlich nichts reinstopfen. Wenn das nicht halbwegs sauber ist, deshalb muss ich jetzt einen kleinen Bohrer nehmen, muss das ein bisschen sauber machen und dabei absaugen, idealerweise. Und dann kann ich da so einen kleinen Silikonstopfen reinstecken, den ich auch immer zum Pulverbeschichten benutze.
Ja, das geht schwierig. Ich muss mich jetzt da hinstellen, wo die Kamera steht. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht mehr den besten Blick geben. Ich muss einen größeren Bohrer nehmen. Ich muss mir einen Griff an den Bohrer dran machen. Und muss da ein bisschen rabiater zu Werk gehen. Ich habe schon solche Dinge bei Honda, bei CBF 1000 mit dem Akkubohrer wieder freigebohrt. Sogar mit einem Zylinderkopf unter Wasser, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das schon freigebohrt. Ja, ich habe das jetzt mit dem alten Gewindeschneider freigeraspelt. Jetzt kommt ein Silikonstopfen rein und den werde ich mit einer Moleküllage Silikonfit versehen. Oder sogar zwei, damit das auch richtig abdichtet. Stopf. So. Da ja der Unterdruck herrscht, wird das Ding noch mehr reingesogen. Und das Silikonfett wird jetzt helfen, das abzudichten. So, ich bin also gleich soweit. Das scheint ganz gut zu gehen. Jetzt schmiere ich das ein bisschen mit Silikonfett ein, benutze die Gewindestutzen, um das hier ein bisschen zu befestigen. Silikonstopfen ist drin im PR-System, dann müsste es eigentlich so dicht sein, wie es mit diesen Ventilen in Auslieferungszustand sein kann. Ein bisschen Silikonfett hier drauf. Damit, wenn die Gummimatte da anliegt, dass die weiß, wo sie Kontakt zu bilden hat. So, das ist ganz in Ordnung so. Dann kann ich das hier einlegen, dachte ich mir. Genau, so. Eigentlich müsste es jetzt schon genügen. Ich muss hier keine Muttern anbringen. So, eigentlich müsste dranhalten und draufdrücken ausreichen. Und jetzt sehen wir mal gleich ein Ergebnis. Sieht ganz gut aus. Wenn ich hier rumspiele an der Platte, ändert sich nichts. Das ist ganz gut. Das heißt, es hat sehr guten Kontakt. Und das ist das Ergebnis für diesen Auslass. Das ist der Zylinder, das ist der vertikale Zylinder. Was man daran ganz gut sehen kann, dass man hier die Schrift gut lesen kann. So, okay. So sieht es also aus. Der sozusagen grüne Bereich hier. Ja, die Auslassventile sind also ziemlich gut. Das hat sich jetzt festgesaugt. Ich krieg's nicht mehr ab. Das habe ich fast. Nee, es kann nicht sein, weil hier ist eigentlich jetzt belüftet. Das heißt, es muss abgehen. Geht auch ab. Es sieht hier, das hat richtig gut gedichtet. Vielleicht hat es sich auch nur gereimt, aber ich vermute, es hat gedichtet. So, jetzt machen wir das mal hier ein bisschen sauber. Damit man nicht ständig dran kleben bleibt. Wenn man das mal anpackt, dann gehen wir auf den Einlass. Meinen Silikonstopfen kann ich auch wieder recyceln, den brauche ich ja gleich wieder für den anderen Kopf. So. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Nein, es ist nicht schwieriger, es ist eigentlich genauso einfach. Nur hier ist es so, dass ich bereits einen Vakuumanschluss habe, den ich benutzen könnte, wenn ich das wollte. Das heißt, ich kann entweder den zustopfen und hier saugen. Der endet da drin, in diesem kann man vielleicht sogar sehen. Oder ich muss den zustopfen und kann hier saugen. Ist eigentlich völlig egal. Ich habe jetzt beschlossen, den zuzustopfen. Dann haben wir hier eigentlich noch genug Schmierakel drumherum, dass es eigentlich dichten müsste. Aber ich nehme diese Kontur noch mal ein bisschen hier mit rein. Ah, ist das scharfkantig hier. Okay, Lappen.
Zum Finger abputzen wäre schön, Sir. Dann kann ich das hier so draufsetzen. Könnte es festschrauben, wie ihr seht. Könnte ich, wenn ich wollte. Mache ich jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, es geht auch ohne, weil ich zu faul bin. Versuche ich das hier so zu halten. Und gleich schalten wir ein. Ja, es rutscht runter. Ah, ich mache doch gerade eine Schraube rein. So, ich nehme jetzt einfach irgendwelche M6-Schrauben, die ich zufällig habe. Damit es nicht runterfällt, einfach nur. So. Und so. Und. Oh, noch dichter. Krass. Das ist so die maximale Dichtigkeit, die so ein Teil haben kann. Ja. Total dichter Einlass. Sehr cool. Also Einlassventile ganz hervorragend, Auslassventile ganz gut. Ja, das ist das Ergebnis hier. Ja, und ich kann jetzt mal spaßeshalber das hier auswechseln. Mach das hier drauf und mach das hier drauf. Das ist ein bisschen zu groß fast für dieses kleine Ding, aber es müsste das gleiche Ergebnis geben. Nur mal, um euch zu zeigen, oder dass ihr seht, was ich damit gemeint habe vorhin. Das ist genau das Gleiche. Ja, das war wie gesagt der vertikale Kopf. Der, der schön sauber ist. Oh, das. Ich krieg's kaum ab. So, gut. Jetzt trage ich den weg und hole den anderen hierher. So, fangen wir mit dem Einlass an. Hier machen wir dicht. Hier kommt der Adapter drauf. Hallo Schraubenloch. Und wo ist mein Telefon? Da ist mein Telefon. Da ist die Uhr. Wie spät haben wir? 17.59 Uhr. Wird Zeit zum Feierabend machen. Haha, nee, Spaß. Das ist auch perfekt. Dann schalten wir gleich um auf den Auslass. So, Stöpsel rein. So, jetzt machen wir noch kurz den Auspuff hier. Na, ich mache das schon wieder falsch. Es war der Fires gerade hier, der mit der Indien. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie es geht hier. So, Stoppen im PR-System ist drin. Und habt ihr Blick auf die Uhr? Es ist 18.37 Uhr. Ja. Bei dem anderen Kopf waren wir genau bei 50. Hier sind wir ein bisschen schlechter. Ich guck mal, woran es liegt. Hier kann ich rütteln, passiert nichts. Das Stopfen vom PR-System ist auch dicht. Sind also echt die Ventile, die das da machen. Aber immer noch ziemlich gut. Und vor allen Dingen erwartungsgemäß. Ja, Fazit. Einlassventile sind fantastisch dicht. Auslassventile sind dafür, dass sie verkokt sind, noch ganz gut. Eigentlich würde jetzt genau genommen kein Grund bestehen, die ganze Sache zu zerlegen und die Ventile irgendwie neu einzuschleifen oder zu entkurbeln, weil eigentlich alles ziemlich gut ist. Aber ich werde es halt trotzdem machen und ich hoffe, ich mache es nicht schlechter. Das wäre ganz blöd. Die große Frage ist jetzt, wie ich diese vergammelten Stehbolzen da rauskriege und ob überhaupt. Pantherpisse habe ich natürlich schon drauf. Manche fragen sich, was das ist. Ist ein reiner Zufall, habe ich geschenkt bekommen. Ist nicht gut, besser oder schlechter wie alles andere auch. Benutze ich, weil es umsonst war. Das ist zwar hier der bessere Kopf, der V-Kopf, aber ich habe da auch schon Pantherpisse drauf, damit ich vielleicht hier die Dinge auch austausche, weil wenn sie rausgehen,
Dann tausche ich es vielleicht alle aus, obwohl hier ist es eigentlich nicht notwendig, aber schauen wir mal. Ich habe hier was untergelegt, damit es hier ein bisschen waagrecht steht. Hatte ich hier natürlich auch so gemacht. Der Haarkopf ist natürlich da völlig anders belastet, nämlich extrem stark. Hier fehlen die Gewinde komplett. Ich war also schon froh, dass ich die Mutter überhaupt runterbekommen habe. Hier ist wieder ein bisschen Gewinde, aber hier an dieser Stelle ist bei allen Stützen so, fehlen die Gewinde komplett. Ist also komplett abgerostet eigentlich. Ja, das wird schwierig. Die Werkstatt würde vielleicht versuchen, das noch einmal drauf zu kriegen und das Problem auf später oder auf jemand anders zu verlagern, aber so kann ich natürlich nicht arbeiten. Weil ich habe ja Zeit, mich um das Problem zu kümmern und das ein für alle Mal zu lösen. Und ich will auch nicht die Werkstätten schlecht machen. Die tun einfach das, was in ihrem zeitlichen Rahmen möglich ist. Da kann sich keine 1-2 Stunden hinstellen und versuchen, diese Dinger hier irgendwie rauszubekommen. Erstens haben die Zeit nicht, zweitens will der Kunde das nicht bezahlen. Unterm Strich oder vielleicht doch oder vielleicht nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß ja, wie es da abgeht. Wenn draußen 20 Motorräder stehen, die neue Reifen brauchen, das ist natürlich viel lukrativer, als wenn da sich einer 2 Stunden hinstellt und versucht, diese Dinge irgendwie rauszukriegen. Ich vermute mal, das wird jetzt abreißen. Ich versuche mit möglichst viel Grip übers komplette Gewinde, das was noch da ist und das was nicht mehr da ist, irgendwas festzuheften. Und dann vielleicht mit Drehen. Das könnte ziemlich fest werden jetzt. Das ist, glaube ich, schon zu fest. Ein Stückchen lockerer machen. So. Und jetzt Bühne ein bisschen runter. Befürchtet. Ja, ich habe es mit Wärme, mit Kälte versucht, diese Dinger hier rauszukriegen, aber es hat wenig Sinn. Ich habe auch mal Muttern drauf gekontert und versucht, irgendwie das rauszudrehen, aber es klappt nicht. Es ist zwar auch nicht abgerissen, aber es klappt nicht. Ich werde also letztendlich dazu übergehen müssen, wenn der Kopf dann leer ist. Wenn alles sauber ist, werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich das hier sauber abschneide. Irgendwie aufspanne, sodass es gerade ist, vielleicht unter der Bohrmaschine. Und dann werde ich das abschneiden, plan abschneiden. Und dann werde ich da reinbohren, werde es dann rausbohren. Okay. Neue Stehbolzen könnte man dann aus Edelstahl nehmen, wenn es das gibt. Die verrotten dann wenigstens nicht mehr. Und vielleicht hält es dann. Gut, aber kümmern wir uns erstmal um die wichtigen Dinge. Die Einlassnockenwelle, da steht drauf 0A oder OA, Bindestrich 13D1M. Und hier bei der Auslassnockenwelle steht drauf 0S, Bindestrich 13D1M. Also das 13D1M steht überall. Einlassseitig steht 0A, wie Auslass. Nee, Spaß. Und auslassseitig steht 0S. Also dadurch lassen sie sich unterscheiden durch diesen Aufdruck. Dann machen wir mal die Schrauben auf. Okay, ich soll den anderen benutzen. Vielleicht kriegen wir es so hin. Gerade hat meine Frau wieder mal den Briefkasten geleert und ich habe mal wieder guten Grund, Dankeschön zu sagen. Ha, es gab ein T-Shirt und ein Gutschein für Gewürze. Toll. Und das T-Shirt ist vielleicht toll. Ich liebe es, wenn meine Frau mich in die Werkstatt gehen lässt. Klasse. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist toll. Und der Gewürzgutschein, der dabei war, der wird natürlich sehr, sehr gerne eingelöst. Was ich auch noch bekommen habe, ist eine Zange. Eine Zange für solche Spezialringe. Ja, diese Zange, ganz cool. Sie passt gerade so nicht, weil sie ein bisschen zu groß ist. Aber ich kann das vielleicht ein bisschen kleiner schleifen, sodass sie vielleicht doch dazwischen passt. Doch, es passt. Ha! Genau. Mit ein bisschen Fummelei passt, aber diesen Ring wollte ich ja gar nicht wegmachen, also werde ich ihn auch nicht überdehnen.
Man muss es ein bisschen dazwischen fummeln, weil der Gap, der da zwischen diesen Ringenden ist, ist eigentlich fast ein bisschen klein, damit das dazwischen passt. Aber mit ein bisschen Geduld geht das dann schon. Und dann kann man das hier spreizen und dann geht's. War nicht teuer, 24 Euro oder so. Aber das mit dem T-Shirt ist schon cool. Meine Frau war gerade beim Auspacken dabei, musste lachen. Sehr schön. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich diese Schraube hier aufkriege. Muss das irgendwie so machen, dass ich euch nicht im Weg stehe. Motor umarmen ist nicht immer die sauberste Sache, die man haben kann oder machen kann. Da die Schrauben ziemlich schwer aufzubekommen sind, habe ich den Kopf jetzt mal hier ein bisschen festgesetzt. Hier unten auf Holz. Hier oben kann man ein bisschen dagegen drücken und das dann spannen. So. Das ist spannend. Und vielleicht genügt das hier schon. Und das tut's. Doof darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. So, es sollte niemandem was passiert sein. 10,9er Festigkeit, die Schrauben, schön. Ich denke, es sind alles die gleichen. Jo, alles die gleichen Schrauben. Hätte ich auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Ach, ihr steht gerade wieder da, wo ich eigentlich am liebsten stünde. It moves. Eben. Ah, das sind Passstifte hier an dieser Stelle. Das dachte ich mir schon. Was auch sonst. Hier, das ist nur Kleber an der Stelle. Und hier ist noch ein Passstift. Und das hier ist die Lagerschale. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Das hintere Ding hängt garantiert auch nur in irgendwelchen Passstiften. Sehr zielführend, auf die Idee hätte ich auch gleich kommen können. Auch wieder zwei Passstifte, einer hier und einer hier. Sehr gut. Dann müssten die Nockenwellen rauszuheben sein. Hier sind Zimmerringe drauf. Die kann man wahrscheinlich sogar lassen, so wie man die ganzen Nockenwellen auch lassen kann. Ja, sehr schön. Ja, hier sind die Schließerkipphebel, die kann man einfach abkippen. Und dann kann man die Käppchen entfernen. So. Könnt ihr die austauschen, also Ventilspiel könnte man jetzt, was den Schließer angeht, schon kontrollieren, ändern. Aber der Öffnerkippchen gehen wohl erst ab, wenn man die Ringe abgemacht hat, denke ich mal. Genau. Hier müsste nämlich die Halbringe drin sitzen. Kann ich im Moment noch nicht so sehen, wegen dieser Ölpfütze, die da drin noch sitzt. Als erstes schauen wir uns jetzt mal die Ölversorgung der Zylinderköpfe an.
Beispiel dieses Zylinderkopfs, welches der horizontale ist, also der, der im Dreck saß. Wir haben hier auf der Unterseite vom Zylinder her kommt ein kleines Loch. Das ist dieses kleine Loch. Ihr erinnert euch beim Zerlegen, da war ein O-Ring drumherum. Und das ist der Öleingang dieses Zylinders, dieses Zylinderkopfes. Wir haben hier eine Bohrung, die führt hier durch zwischen diesen beiden Drehpunkten der Schließerkipphebel und endet hier an dieser Stelle. Und jetzt drehen wir das rum und schauen uns das hier an. Diese Bohrung endet genau hier an dieser Stelle. Und hier an dieser Stelle sitzt dieses Nockenwellenlagerböckchen. Und wenn wir das rumdrehen, sehen wir, hier genau an dieser Stelle, nämlich genau hier, tritt dieses Ölloch in Erscheinung und fluchtet damit und verteilt das hier auf diese beiden Gewinde. Erstmal. Und wenn wir hier auf diese beiden Gewinde schauen, sehen wir, dass das hier, das Öl über diese Vertiefungen, über diese kleinen Kanälchen, hier in diesen Bereich reinkommen kann. Hier und hier. Und was passiert hier? Hier genau sitzen die Nockenwellen mit dieser Vertiefungsnut, die umlaufend ist, und mit einigen Löchern hier drin an einigen Stellen. Man kann also sehen, rund um den Umfang verteilt, ich glaube, es sind insgesamt 3 Löcher, alle 120 Grad ist ein Loch. Genau, und da kann also über diesen Kanal, für die andere Seite gilt das natürlich genauso, wird diese Nut hier gefüllt und kann, egal wie die Stellung der Nockenwelle gerade ist, kann das Öl in die Nockenwelle reingefüllt werden. Die Nockenwelle ist also hohlgebohrt. Und ist auf beiden Seiten, also hier und auf der anderen Seite auch, zugestopft. Und hier geht das Öl in die Nockenwelle rein. So, die Nockenwelle dient als Ölkanal und hat diverse Löcher, wo das Öl wieder austreten kann. Und zwar auf den Nockenrückseiten. Hier haben wir ein Loch und hier auch. Und jetzt drehen wir das wieder ein bisschen rum. Beim Öffnernocken haben wir das nämlich auch. Da haben wir hier ein Loch und hier auch. Das heißt, wir haben auf jedem Nocken, 4 Stück sind es, 2 Öffner, 2 Schließe, haben wir jeweils eine Bohrung Richtung Mitte, Richtung Ölkanal, der zentrisch in der Nockenwelle liegt, wie wir eben gesehen haben. Ja, und der hintere Lagerdeckel hat hier, man kann es auch ganz gut sehen, noch eine Nut. Die, also hier eine Ausfräsung, die also über diese Nut in der Nockenwelle selbst drüber liegt, senkrecht dazu, und verteilt das Öl in dieser Lagerstelle. Die Lagerstelle selbst muss ja auch geschmiert werden. Das heißt, das passiert automatisch auf diese Art und Weise mit. Aber die vordere Lagerstelle muss ja auch geschmiert werden. Die hat dafür ein Austrittsloch, und zwar genau hier. Hier kann man das also sehen, hier kommt das Öl raus, um die vordere Lagerstelle zu schmieren. Und in der vorderen Lagerstelle haben wir auch wieder so eine Ausfräsung an dieser Stelle, die das Öl hier in dieser Lagerstelle verteilt. So. Und es ist ja so, dass wir hier Öldruck haben im Prinzip. Es ist ja eine Druckumlaufschmierung, es ist zwar nicht besonders viel Druck, wir haben Öldüsen und alles, aber es tritt auf jeden Fall hier Öl aus. Und dieses Öl muss ja irgendwann irgendwo hin. Dafür haben wir hier Simmerringe. Diese Simmerringe sitzen hier an dieser Stelle und sorgen dafür, dass das Öl nicht hier nach außen treten kann, weil hier ist ja außen. Hier liegt ja der Zahnriemen auf. So, und das Öl tritt also hier mehr oder weniger aus, wird durch diesen Simmerring zurückgehalten und füllt sich in dem Bereich hinter dem Simmerring. Das ist also hier. Hier landet letztendlich das ganze überschüssige Öl, welches nicht schon irgendwo anders ausgetreten ist, zum Beispiel auf den Nocken, und tritt durch dieses Loch, was wir hier sehen, nach oben aus und sprüht dann wieder in das Gehäuse rein und ist damit wieder sozusagen freies Öl im Umlauf.
und ist weg. Ja, damit ist der Ölkreislauf für diese Nockenwelle erledigt und bei der anderen Nockenwelle sieht es halt genauso aus. Ja, zusammenfassend wird von hier Öl gefüttert. Wir haben hier eine Eintrittsstelle in die Nockenwelle. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Austrittsstellen. Und letztendlich haut das Öl dann hier wieder ab, über dieses Loch. Ja, fertig. Mehr ist es nicht. Und wenn jetzt irgendeines dieser kleinen Löcher verstopft wäre, dann würde dieses Lager, was da damit korrespondiert, natürlich irgendwann aus Mangelschmierung kaputt gehen. Das heißt, man kann jetzt mal hier eine Spritzenkanüle nehmen. Diese Löcher sind sehr klein. Man kann dann hier mal gucken, ob man da auf irgendeinen Widerstand stößt, ob da irgendwas zu ist, irgendwas verkleckert ist. Ziemlich sicher ist das nicht der Fall, ansonsten würde man das dem Lager ansehen, dann wäre es nämlich kaputt und verrieben und das ist ja nicht so. Also alles gut, alles prima. Bei der anderen Nockenwelle mache ich das auch gerade so, aber da erwarte ich ja keine Überraschung. So, ist alles frei, alles gut. Prima. So, jetzt ist es so, dass in der Nockenwelle innen drin natürlich Öl steht, habe ich ja gerade erklärt. Hier ist ein Deckelchen drauf, da ist zu und hier vorne ist sowieso zu. Hier vorne ist ja Außenwelt. Und ich möchte jetzt einfach vermeiden, dass sich dieses ganze Zeug hier mit Wasser mischt, das Öl, was da drin ist, weil diese Emulsion wäre vielleicht schwer rauszubekommen und es wäre auch kontraproduktiv. Deshalb will ich ganz gerne darauf verzichten, die Nockenwellen zu waschen. Ich werde die einfach nur mit einem sauberen Lappen abreiben und gucken, dass alles okay ist. Aber ich werde den Bereich hier innen drinnen, wo ich ja eigentlich sowieso nicht rankomme, in Ruhe lassen. Ich freue mich, dass der Restöl drin ist und das Restöl darf dann auch da bleiben. Was man machen könnte, ist hier mit ein bisschen Druckluft drauf gehen und an anderen Stellen zuhalten, gucken, ob es überall durchbläst. Aber da sehe ich keine Probleme drin. Das wird es tun. Hier ist noch ein bisschen Dichtmasse wie überall. So, ich mache das jetzt mal schön sauber. Ja, es ist schon ziemlich dreckig, aber ich will jetzt kein Reinigungsmittel benutzen. Aus besagten Gründen. So, schön festziehen, ohne es zu verbiegen natürlich. Wenn man glaubt, dass es nötig ist, kann man an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Bremsenreiniger benutzen. Hier habe ich so ein bisschen eine merkwürdige Stelle, die mir jetzt nicht so gut gefällt. Deshalb mache ich da mal ein bisschen Bremsenreiniger auf den Lappen. Aber unterm Strich ist es, glaube ich, nichts Gefährliches, was ich da sehe. Den Simmering kann man ein bisschen verschieben. Den Simmering kann man austauschen, wenn man dieses Rad abmacht. Ob ich das tun werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Der Simmering war eigentlich dicht und ich sehe eigentlich keinen Grund, das zu tun. Was mir gerade nicht so gut gefallen hat, sind die Verfärbungen hier an dieser Stelle. Das ist aber keine Beschädigung, das ist überhaupt nicht zu spüren, das ist nur irgendwie optisch, keine Ahnung, was das ist und warum das ist. Aber ich bin recht überzeugt davon, dass das nichts ist, was irgendwie bedenklich wäre. Kommt noch Dreck runter? Nee, kommt nicht mehr. Die Nockenspitzen selbst sind ja im Prinzip am gefährdetsten von dem Ganzen, weil die haben ja richtig was zu tun. Aber ich sehe da jetzt keinen Verschleiß, keinen nennenswerten, kein Pitting, überhaupt nichts, alles prima. Die haben auch eine ganz bestimmte Form, die sind also nicht symmetrisch zu ihrer Achse oder zu ihrem Querschnitt, sondern man kann es vielleicht sehen, dass sie eine ganz bestimmte Form haben, aber die allerdings nicht aufgrund eines Verschleißes, sondern aufgrund von Absicht. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen, dass das Nockenprofil ein bisschen asymmetrisch ist. Es ist also hier etwas flacher und hier
etwas steiler. Das ist bei beiden so. Deshalb ist es Absicht. Auch den Schließernocken sieht man nichts an. Die sind also beide im Prinzip wie neu. Sehr schön, erstaunlich, dass alles so gut ist. Absolut prima. Die Frage, die ich mir in solchen Fällen immer stelle, ist, kann man die Nockenwellen verwechseln? Kann man die verdreht einbauen? Ja, mit viel Gewalt ging es vielleicht, aber es gibt nur eine Stellung, wo man also den Zustand, den wir beim Ventilspiel messen, erreicht haben, nämlich dass der Schließernocken hier an seinem Kipphebel anliegt und gleichzeitig der Öffnernocken nach oben zeigt, ist nur an dieser Stelle der Fall. Wenn man das jetzt andersrum einbauen wollte, geht das gar nicht, weil da zeigt das hier in die andere Richtung. Und wenn man das in diese Richtung nach innen zeigen lassen wollte, müsste man mit diesen Nocken die Ventile in Richtung Öffnen drücken. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Das heißt, man kann das Ganze im Prinzip gar nicht falsch einbauen, ohne sich dabei sehr zu wundern, dass alles nicht mehr funktioniert. Gut, also haben wir kurz auch darüber gesprochen. Ja, die Nockenwellenlagerstellen im Zylinderkopf sind also sehr, sehr gut. Anders kann man das nicht sagen. Ist also nichts irgendwie verschlissen oder vergeigt oder sonst irgendwie kompromittiert, überhaupt nicht. Sieht alles aus, als wäre es gerade 0 Kilometer gelaufen. Naja, fast. Wir haben hier einen kleinen, ja, wie sagt man so schön, shiny spot. Also ein glänzender Bereich, wo vielleicht ein bisschen mehr Verschleiß stattgefunden hat hier im Vergleich zum Rest, der nicht so glänzt. Und wir haben hier, korrespondierend zu diesem etwas schmutzigen, fleckigen Bereich auf der Nockenwelle, haben wir hier auch einen etwas fleckigen, schmutzigen Bereich. Weiß nicht, was das ist. Könnte es eine Art Standschaden sein, aber hier von Schaden zu sprechen, wäre eigentlich schon sehr vermessen. Es ist eigentlich kein Schaden. Es ist nämlich, wie gesagt, eigentlich nicht zu spüren, sondern nur ein kleines bisschen zu sehen. Machen wir uns nicht verrückt deshalb. Die Einlassventile sind auf ihrer Innenseite, also ja, wo ist innen, wo ist außen. Ihr seht ja, von wo aus ich gerade filme. Ziemlich verkorkt, also für Einlassventile ist es eigentlich erstaunlich. Das tut dem Gasfluss bestimmt jetzt auch nicht besonders gut, aber die bauen wir sowieso aus. Die Ventilschäfte scheinen trocken zu sein. Im Auslass auch, aber Ventilschaftdichtung wechselt man natürlich generell aus, wenn man die Gelegenheit hat. Und schon gar bei dieser Kilometerleistung. Aber die haben offensichtlich noch nicht aufgegeben gehabt. Wirklich gut. Erstaunlich gut. Ja, und dass die Auslassventile natürlich ein bisschen Kohle gesammelt haben, ist natürlich ganz klar. So, ich bereite mal was vor. Ich schreibe mal hier ein H drauf für horizontaler Zylinder. Und die Bauteile, die ich jetzt hier einfange, sollen dann hier gesammelt werden in dieser Box. Schauen wir mal, was die Schlepphebel so machen. Wie viel Spiel die haben. Ja, ob es gleich ist. Millimeter ist es schon. Hier auch. Der hat ein bisschen weniger. Das ist der Einlassschlepphebel auf der linken Motorseite, genau. Da, wo der Keilriemen nicht ist. Okay. Ja, das sind deshalb Schlepphebel. So habe ich das mal irgendwo gelernt. Natürlich in irgendeinem Video mal gesehen oder so. Oder irgendwo gelesen. Schlepphebel nennt man die Dinger dann, wenn die Krafteinwirkung hier durch die Nockenwelle und die Kraftweitergabe hier unten aufs Ventil auf der gleichen Seite des Drehpunkts. Der Drehpunkt ist hier. Und die Krafteinwirkung und Auswirkung, ich nenne es mal so, ist auf der gleichen Seite. Und der Drehpunkt ist außerhalb. Genau, dann ist es ein Schlepphebel.
Und bei einem Kipphebel ist der Drehpunkt in der Mitte. Das heißt, auf der einen Seite des Kipphebels ist dann üblicherweise die Nockenwellen, auf der anderen Seite des Kipphebels das Ventil. Und das haben wir hier bei den Schließern. Das kann man ganz gut sehen. Hier wirkt die Nockenwelle, hier ist der Drehpunkt. Das ist jetzt rechtwinklig, dieses ist halt so. Aber das sind halt Kipphebel, jetzt in diesem Fall. Würde ich sagen, nach meiner Auffassung. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier den Kipphebel rausbekomme. Den hier und den hier. Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, nur Stopfen. Die waren noch nicht besonders fest zu. Die sind mit Schraubensicherungsmittel zu und haben einen Kupferring. Was beides zu erwarten gewesen ist. Dieses Öl raus, was auch zu erwarten ist. Die haben also keine aktive Ölung, sondern bekommen nur Spritzöl mit. Hier kann man dann irgendeine M6er Schraube reinschrauben. Und kann dann hier ziehen. Und während man hier zieht, achtet man im Idealfall darauf, dass hier nichts abstürzt. Und das ist schon alles. Also, die Öffner, ganz einfach. So, jetzt schauen wir uns die Stelle an, wo der Öffner saß. Hier kommt also nur Spritzöl hin. Das ist jetzt einfach ein Loch. Und man sieht also, die Schlepphebelwelle ist hier verschmutzt, weil sie hier im Prinzip im Freien liegt, haben wir gerade gesehen. Das ist da, wo das schmutzige Öl hinkommt. Diese Spur kann man dann also abwischen. Ich mache das mal gerade. Dann ist es also schön sauber. Das Ding ist also hohl, hat nach vorne hin ein M6er Gewinde, damit man es leichter fischen kann. Und das ist im Prinzip so das Verschleißbild von so einem Ding. Ja, man sieht also hier die Bereiche, die ich gerade sauber geputzt habe, die so ein bisschen verdreckt waren. Und das hier in der Mitte, das ist der Bereich, wo der Schlepphebel drauf reitet. Und der Rest, der steckt einfach nur im Gehäuse. Ja. Sieht nicht mehr ganz frisch aus, aber ich würde sagen, hätte schlimmer kommen können, nach 120.000 Kilometern. Es ist also, und das ist wohl das Wichtigste, überhaupt nichts zu spüren. Kein Grat, kein Rand, kein Bremsscheibeneffekt, dass der Rand stehen bleibt und der benutzte Bereich sich vertieft. Überhaupt nichts. Toll. Der Schlepphebel an sich hat ja zwei Kontaktflächen, einmal hier, oder drei genau genommen. Einmal eine stark beanspruchte Kontaktfläche hier oben, da wo der Nocken kommt und auf ihn einprügelt. Das sieht man hier eben auch an. Allerdings ist das jetzt nicht so abgenutzt, dass ich sagen würde, man kann das nicht weiter benutzen, kann man natürlich. Hier unten ist die Stelle, wo es aufs Öffnerkäppchen drückt. Ist eine kleine Delle im Material. Okay. Deshalb muss man ja ab und zu das Ventilspiel einstellen, weil das Material verdichtet sich natürlich an einer gewissen Stelle und dann stellt man halt mal nach. Aber ich würde sagen, da ist auch nichts kaputt. Und dann hier der Drehpunkt an sich. Wenn der was hätte, hätten wir das ja eben auf der Welle schon gesehen und das war ja auch alles okay. Also sieht prima aus. Das war jetzt Ex, also Exhaust-Auslass auf der linken Seite des Motorrades. Und beschriftet ist das, ich glaube, mit einer 34. So, jetzt haben wir noch das Öffner-Ventilkäppchen, den Schimm. Wobei das hier in diesem Fall zwar die Eigenschaft eines Schimms hat, nämlich die Ventildicke, Ventilspiel einzustellen. Aber es ist bei Ducati halt immer ein bisschen komplizierter, das ist kein Schimm in Form von einer Scheibe, sondern ein Schimm in Form von einem, na, kriege ich keinen Fokus gerade, ein Schimm in Form von einem Käppchen, einem kleinen döschenförmigen Gebilde. Das sitzt dann auf dem Ventilschaft einfach oben drauf und sieht so aus. Und die Dinger gibt es halt in verschiedenen Dicken zu kaufen.
Und das ist das, was das Ventilspiegel für den Öffner einstellt. Ja, und die Dinger sind natürlich auch beschriftet. Und dieser hier zeigt an, dass er 2,95 mm hat. Was das 2A bedeutet, weiß ich jetzt nicht, aber die 2,95 mm ist bestimmt die Dicke. Das kann man mit einer Mikrometerschraube auch nachmessen, wenn man Glück hat und der Messer dann auf der Mikrometerschraube da innen hineinpasst. Dann kann man das direkt messen, ansonsten bräuchte man einen Messadapter. Habe ich in meinen 8 Jahre alten Ducati-Videos mal gezeigt, wie das geht. Aber die Messadapter, die ich für damals hatte, sind für diese Shims nicht geeignet. Deshalb messe ich mal gerade, ob ich auf einen vernünftigen Wert komme. Im Idealfall der, der draufsteht. Wenn es jetzt nicht in das Loch passen würde, müsste man, wie gesagt, einen Adapter benutzen. Auf den Adapter nullen. 2,963. Ja, das ist schon 2,962. Genau. Das ist also ganz gut für einen 2,95er Shim. Oder Käppchen, 2,961. Ich denke, dem kann man glauben und trauen. Ja, und hier ist halt wichtig, dass man in der Grube misst, logischerweise, weil das Ventil sitzt ja auch in der Grube. So, ich nehme jetzt mal die anderen raus. Nehmen wir mal Intake links. Ups. Okay. Hier ist übrigens auch eine 34 aufgeschrieben. Und was haben wir hier für ein Käppchen? Gucken wir mal gerade, 2,90. Werde ich auch gleich mal nachmessen. So, das Ding hat sich schon wieder ausgeschaltet. 2,90. Kann das passen? 2,915. Okay. Ich glaube, ich 0 Grad nochmal. Zur Sicherheit. 2,909. Okay. Halten wir das mal fest. Ja, der Rest ist wie auf der anderen Seite auch, beziehungsweise ist die gleiche Seite wie am Auslass eben auch. Unauffällig. Genau. Hier steht auch eine 34 drauf. Hier haben wir auch leichteste Gebrauchsspuren. Aber kaum der Rede wert. So, jetzt kommt noch die rechte Seite des Motorrads. Ich mache das gerade mal. Wenn mir was Außergewöhnliches auffällt, zeige ich euch das. So, Auslass rechts hat einen Hebel, da steht 84 drauf oder B4, weiß man nicht so genau. Das Öffnerkäppchen ist ein 92. Die Welle hat ein bisschen mehr Verschleiß hier in diesem Bereich. Hat hier so eine komische Spur drumherum. Ja, aber ist auch nicht zu spüren. Der Auslass rechts hat auch ein 92er Käppchen. Der Hebel ist ein 44. Und das sieht gut aus. Auslass rechts vom H-Zylinder. Und das ist Einlass rechts vom H-Zylinder. Ah, der hat deutlich, obwohl das gleiche draufsteht, hat er 2 Hundertstel mehr. Okay. Ja, so sieht es hier jetzt aus. Das Schließersystem abzubauen wird spannend. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil hier sind gespannte Federn drin. Wir sind hier auf der Auslassseite und hier sind sehr starke Federn drin. Und hier die amortigeren Draht, haben eine Windung mehr. Hier an dieser Stelle. Genau, hier kann man es sehen. Und hier, das ist das Anlasssystem an dieser Seite. Das ist nicht so stark. Man kann das ganz gut testen, wenn man mal hier dagegen drückt. Das lässt sich also ganz gut drücken. Hier, das ist gefühlt doppelt so stark. Und dann, man kann es hier sehen, die Federn sind hier im Hebel eingehängt. Und im Prinzip sind das, ja, wir haben zwar ein Schließersystem, was aktiv ist, über Nocken, aber im Prinzip hat man doch Ventilfedern, damit das Ganze nicht klappert, damit das Ganze weiß, wo es hingehört. Also diese Ventilfedern sind jetzt nicht so stark, dass sie von alleine aus irgendwas machen könnten. Aber sie sind stark genug, vor allen Dingen im Auslass sind sie relativ stark. Ja, und die hängen halt hier drin, wie man so schön sieht. Und auf der anderen Seite sieht man das hier
auch ganz gut von der anderen Seite, wo diese Federn hier durchkommen. Sieht man hier also auch. Man sieht hier auch, dass die Auslassseite, wo also die stärkere Feder drin ist, ein bisschen tiefer hier sitzt. Hier sitzt ein bisschen höher. Das erkennt man auch an den Wellen schon, dass das ein bisschen versetzt ist. Ja, man kann hier ganz schön sehen, wenn ich hier dagegen drücke, das nach unten drücke, dass wir hier die Halbringe exponieren unter dem Schließerschirm. Genau hier an dieser Stelle. Das heißt, ich könnte jetzt diese Ringe wegnehmen, das Käppchen wegnehmen und dann fällt das Ventil unten durch. Nur, wenn ich das jetzt mache, dann wird die gespannte Feder diesen Hebel in diese Richtung drücken. Also diesen Hebel in diese Richtung. Der wird dann hier gegen den stoßen und das Ganze steht dann unter ein bisschen undefinierter Spannung. Das gefällt mir nicht so gut. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den man gehen sollte. Im Werkstatthandbuch steht irgendwas von irgendeinem Tool. Ich habe mir das Tool auch angeguckt im Internet. Das ist, ja, irgend sowas Mistgabel ähnliches. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich weiß auch nicht, wie man es anwendet. Ich denke, ich mache hier mir meine eigenen Gedanken und mache das mal so, wie ich das für vernünftig halte. Ja, und hier sieht man auch nochmal, dass es leicht schräg gestellt ist hier an diesen beiden Teilen. Ich denke also, dass die Einlassseite noch ganz gut handhabbar ist, weil die Feder nicht so stark ist. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich entlaste das jetzt einfach, hole die halbe Ringe raus und lehne diesen Hebel dann dort an und guck, was passiert. Vielleicht geht es so, leicht schräg gestellt. Also, das war es eigentlich schon mal. Jetzt hole ich die Halbringe raus. Ach du Schande. Die sind zerbrochen in mehrere kleine Teile. So. Genau. Das ist der Schirm. Jetzt ist im Prinzip genau das passiert, was ich bei der alten Zwei-Ventiler-Ducati auch hatte. Das sollten eigentlich zwei Halbringe sein und jetzt sind es vier Bruchstücke. Ja, der Schimm oder das Schließerkäppchen, wie es ja hier heißt, hat 3,25. Und diese 3,25 sind gemessen von hier dieser Fläche auf diese Fläche da drin. Das heißt, man braucht einen Spezialadapter, um das nachzumessen. Das geht nur über eine Differenzbildung, aber das macht nichts. Der Adapter, den ich von damals hatte, dürfte nicht passen. Doch, passt sogar. Ich kann also hier das hier so reinstecken, kann das komplett messen. So. Und kann dann diese Höhe hier abziehen. Und da dieses Messding hier durchgeht, muss ich hier nochmal meinen Stempel ansetzen. Am besten so, genau. Das heißt, der liegt hier auf diesem Rand auf, der liegt hier auf diesem Rand auf. Richtig. Und ich nehme jetzt dieses Ding. Dieses Ding geht also runter bis zu der Innenfläche und dieses Ding liegt plan auf dieser Außenfläche auf. Und ich habe jetzt hier irgendeinen Messwert. Welcher ist jetzt egal? Den nulle ich einfach nur. So. Zack. Und jetzt werfe ich den Schirm raus und nehme nur meinen Messadapter. Und dann bekomme ich natürlich einen Negativwert. Minus 3,29 bekomme ich jetzt. Und was stand da drauf? Ich habe es wieder vergessen. 3,25. Also, das kann schon durchaus stimmen. 3,25 steht drauf, 3,29 ist jetzt mein Messwert. Besser hier vielleicht so. Ja, okay. Also, ich denke, so ganz falsch war das nicht. Ich tue das mal in das Kästchen. Jetzt bin ich natürlich noch ein bisschen unter Federspannung, aber es ist jetzt nicht mehr so viel. Es ist jetzt so weit entspannt, wie es irgendwie möglich war. Und jetzt
schraube ich das hier mal raus. Und wenn ich das jetzt... Das ist ja auch nur ein Deckel. Wenn ich dann die Achse ziehe oder die Welle ziehe, müsste das dann halbwegs harmlos rauskommen, hoffe ich. Und nicht bis in den Garten springen. Aber bevor ich das ziehe, will ich mal gucken, ob das Ventil überhaupt rausgeht. Theoretisch müsste das jetzt rausgehen. Es sei denn, der Halbring hat, wie bei der alten Ducati, das damals der Fall war, das alles schon so vergeigt. Hat er nicht. Okay, hat er nicht. Weil bei der alten Ducati war das so, vielleicht erinnert ihr euch dran, die Videos sind ja noch online, kann man noch alles nachschauen. Da hatte der Halbring, der hier drin saß, Fokus. Der Halbring, der hier drin saß, oder die beiden, hatten hier das Material so weit nach oben geschoben, dass man nicht mehr durch die Ventilschaftführung durchkam. Und man hat auch das Käppchen gar nicht abbekommen. Das war eine Katastrophe eigentlich. Und hier ist es noch sehr, sehr gut. Hier steht auch was drauf. Hier steht drauf, ich versuche es mal vorzulesen, irgendwas mit U, dann kommt 1, 2, 3, 1, 4. Und da unten steht noch was von 3, 1, 5, 1. Mhm. Möglicherweise ist das eine Referenz auf die Lage dieses Schlitzes im Vergleich zu allem anderen. Also das hier jetzt gegen das hier. Weil das hier ist ja zum Öffnen und das hier ist zum Schließen. Das heißt, es ist schon relevant, wie das Ventil hier geschliffen ist. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls scheint das ein ganz normales, stutzprimitives Stahlventil zu sein. Nichts Besonderes also. Ich habe bei uralten Hondas schon Ventile gehabt. Die waren hier vorne magnetisch und hier hinten nicht. Also die hatten aus mehreren Materialien bestanden. Hier scheint das ziemlich einfach zu sein. Umso besser. Ventile, Sitz und Dichtfläche sehen sehr, sehr gut aus, wie ich das so aus dem Augenwinkel sehe. Aber das betrachten wir uns näher, wenn alles andere ausgebaut ist und alles sauber ist. Ich habe hier mal ein R vermerkt, nicht wissend, ob man es noch sieht nach der Reinigung. Jetzt kommt eigentlich der kritischste Moment von allen. Wenn das Ganze noch unter Federkraft steht, will ich hier die Welle ziehen. Und damit das hier nicht irgendwie zu größeren Gauss führt. Ich weiß ja nicht, was das Ding macht da drin. Stopfe ich da einfach mal einen Lappen rein. Okay, und dann ziehen wir mal, oder? Ja, es geht ein bisschen schwerer als sonst. Ist ja logisch, weil es in der Spannung steht. Und jetzt wird die Feder irgendwas tun gleich. Genau, klack machen. Das war im Prinzip das, was ich erwartet habe, dass es irgendwo Klack macht. Und dann zerfällt der ganze Kram. Aber wenigstens ist es nicht irgendwie sinnlos durch die Gegend gehopst. Das ist auch schon mal was wert. So, wir haben das hier. Wir haben die Feder. Genau. Die saß ja hier so drin. Genau. Und wir haben eine Hülse. Komm her. Diese Hülse. Das habe ich vorher gesehen, dass diese Hülse hier so saß. So sah dieses Gebilde also aus. Gut. Wie man es wieder zusammenbringt, ist eine andere Frage, aber auseinander ist es schon mal. Ja, die Feder hat eine kleine Druckstelle hier, wo sie am Gehäuse anliegt, hat eine kleine Druckstelle hier, wo sie am Hebel selbst anliegt. Die Hülse ist aus Stahl und ist ansonsten unbeeindruckt, wie es aussieht. Und der Kipphebel, diesmal ist es ein wirklicher Kipphebel, weil das Gelenk in der Mitte zwischen den zwei
zwischen der Kraft empfangenden und der Kraft abgebenden Seite liegt. Deshalb nennt man das ein Kipphebel, wenn ich es richtig sehe oder verstanden habe. Der ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ziemlich perfekt. Weiß nicht, ob jemand von euch irgendwas sieht, was hier schlecht wäre, aber ich sehe jetzt eigentlich erstmal nichts. Nichts, was auf so viel Verschleiß hindeuten würde, dass man sagen müsste, das ist ein No-Go für die Zukunft. Also alles gut. Auf diesem Kipphebel, Einlass rechts, steht auch was drauf. Die Kipphebelwelle an sich hat ihre Markierungen, aber es ist nichts zu spüren. Keine Kanten, keine Welligkeit. Fühlt sich sehr gut an, auch wenn es ein bisschen markiert aussieht. So, nachdem das mit dem Einlass recht unspektakulär war, mache ich den linken auch. Runter mit dir. Halbe Ringe raus. Und hoch. Ja, das sind Halbringe, wie sie sein sollten. So sieht das normalerweise aus. Also zwei Teile, nicht vier. Der Schimmen geht hier drüber. Wenn er das tut, geht normalerweise auch das Ventil unten raus. Was haben wir hier für einen? Ich gucke das erstmal nur drauf, ohne ihn zu messen. 3,25. Okay, kommt ins Kästchen. Okay. Sieht so ähnlich aus wie das andere auch. Das soll ein L sein. Dass es ein Einlassventil ist, daran besteht sowieso kein Zweifel, weil die Einlassventile sehr viel größer sind als die Auslassventile. Gleiche drin wie beim anderen auch, wer hätte es gedacht. Auch diese Feder hat Druckpunkte an der gleichen Stelle. Ja, ich muss zugeben, ich habe mich schon einen Augenblick, habe ich mir schon überlegt, muss das wirklich sein? Muss ich das auseinanderbauen? Will ich es wirklich? Wie kriege ich es wieder zusammen mit dieser blöden Feder? Die Ventile waren schön dicht, eigentlich hätte man das alles gerade so lassen können. Aber jetzt, wo ich das mit den gerissenen oder bruchstückhaften Halbringen sehe, ich meine, die haben sich zwar nicht selbstständig gemacht, aber wer weiß, vielleicht hätten sie es irgendwann mal und wären da drin rumgeflogen, hätten Desaster verursacht. Im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass ich diesen Weg doch gegangen bin, weil man findet doch irgendwo immer wieder irgendwelche Fehler. So, das hier ist okay. Genauso okay wie das andere auch. Völlig problemlos. Ja, jetzt verbleiben nur noch die Auslassventile und die Auslassschließer. Und da war halt meine Idee, die Federn wollen das jetzt in diese Richtung drücken. Man sieht das daran, dass ich das hier in diese Richtung drücken kann. Mit viel Kraft. Mit ungefähr gefühlt anderthalbfacher Kraft wie Einlass, also es ist schon stramm, zweifelsfrei. Meine Idee war jetzt einfach, dadurch, dass hier schon alles ausgebaut ist, einlassseitig, kann also die Feder sich völlig entspannen, sobald ich hier das runterdrücke, das hier rausmache, Schließerschimm, sobald ich den hier rausmache und die Halbringe rausmache, kann die Feder dann bis hier unten hin und völlig entspannt da drin sitzen. Dann kann ich diesen Bolzen völlig entspannt ziehen. Und das kann er deshalb, weil auf dieser Seite hier nichts mehr ist. Hier ist ja alles frei jetzt. Das heißt, es kann sich da nicht mehr anlehnen und unter Spannung bleiben, sondern es bewegt sich halt so weit in diese Richtung, wie es halt muss, um spannungsfrei zu sein. Und deshalb habe ich diese Reihenfolge gewählt und deshalb halte ich das für sinnvoll. Und jetzt kommt der Rest.
Solange ich es mit meinem Daumen hier noch schaffe, drauf zu drücken, habe ich wahrscheinlich auch genug Kraft, das kontrolliert dann abdüsen zu lassen, sobald ich hier die Halbringe raus habe. Na, komm, runter mit dir. Da sind die Halbringe. Jetzt holen wir mal den Apparat hier raus. Da ist der Schimm. Und jetzt, ja, langsam, aber sicher. Genau so wollte ich das. Gerade so, ohne mir den Daumen zu brechen. Aber hat schon eine Delle gegeben. Das war der schwierigste Akt. Den haben wir dann nochmal und dann ist gut. Ja, das ist das Schließerkäppchen. An dieser Stelle haben wir 3,35. Ich weiß nicht, ob man sieht, kann das im kleinen Bildschirm gerade nicht sehen, aber es ist 3,35. Das ist jetzt die linke Seite. Die Halbringe sind in Ordnung, das sind nur zwei und das ist eigentlich gut. Die sehen zwar ein bisschen kurz aus, aber wenn ein Fragment fehlen würde, dann wären sie unterschiedlich und das sind sie nicht. Außerdem würde das Fragment an meinem Magneten hängen und das tut es nicht, also das ist schon so. So, jetzt fangen wir mal das Auslassventil ein. Das hat auch prima funktioniert. Hier werde ich mal ein L rein. Ritzen. Da ist so viel Schrott drauf, dass ich das gar nicht ritzen kann, aber ich versuche es halt mal. Ob man das danach noch erkennt, wage ich zu bezweifeln. Naja, vielleicht. Die Auslassventile sind anders. Die haben zwar einen magnetischen Schaft, das heißt, das ist Stahl, aber das ist kein Stahl mehr. Die ist ab circa hier gibt es eine Trennstelle. Ab hier wird es unmagnetisch, das heißt, ab hier könnte es Titan sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht steht es im Handbuch, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ihr da draußen, ihr wisst es bestimmt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Die Auslassventile werden ja signifikant viel heißer. Dadurch kann es schon sein, dass die dann anderes Material verbaut haben. Halte ich für durchaus möglich. Macht Sinn. So, jetzt müsste sich ja sehr entspannt, weil es ist entspannt, dieses Ding ziehen lassen. Ich denke, wenn man das in dieser Baureihenfolge rückwärts macht, dann müsste das eigentlich ganz gut handhabbar sein. Aber wissen tue ich es, wie gesagt, nicht. So, das Käppchen tun wir da gleich weg. Dann holen wir den Kamerad ganz entspannt raus. Ja, ich muss die Kamera mal gerade wegstellen, das auseinanderfummeln. Ja, man muss da unten drin die Feder aushängen. Ich darf gar nicht dran denken, was das für ein Gewürge wird, das wieder zusammenzubauen. Ach du meine Güte. Also man muss hier unten drin noch, muss man das, ich kann mal versuchen, das zu zeigen, hier unten drin noch muss man versuchen, das hier so auszuhängen, damit man das voneinander trennen kann. Das ist nicht ganz so trivial. Aber es ging. Hier gibt es ein paar blanke Stellen, wo die Feder geritten ist. Aber alles gut. Die Feder selbst ist ja die starke Feder, hat also kaum Abdrücke. Ja, und der Auslasskipphebel links ist eigentlich soweit auch unbeschädigt. Das ist das, was draufsteht. SA4F, glaube ich. Oder? Ja. Würde ich so sehen. Sieht alles gut und normal aus. Komm her. Zeig dich dem Publikum. Okay. Kann man lassen. So, jetzt haben wir nur noch das Auslassventil rechts. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Vielleicht kann ich hier ein bisschen mehr Tuch spendieren, damit ich es nicht so schwer habe. Mit meinem Daumen sich nicht so. Und jetzt. Nein, Lappen, komm raus. Gut, hat ein bisschen Klick gemacht, aber macht nichts. Alles gut. Ja, Halbringe sind gut, sind noch halb. Kein Problem, nicht zerbrochen. Schimm
an dieser Stelle ist 3,35. Ist wahrscheinlich über die Kamera nicht zu sehen, vermutlich. Ist ein bisschen verwischt. So, Ventil. Ach, es ist schön, wenn die Ventile so gut rausgehen und nicht und keinen Kragen haben, der hängt wie bei dem alten Ducati-Motor. So, hier mache ich ein R für rechts drauf. Ja, sieht ein bisschen anders aus da unten. Das hat mal gut geklappt. So, jetzt noch die Welle ziehen. Vielleicht soll ich es jetzt vorher aushängen. Oh ja, es hat funktioniert. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Bei der Montage vorher einhängen. Genau. Muss ich mir merken. Deshalb ist es auf dem Video jetzt drauf. Ich habe also hier unten die Feder, die man hier sieht, habe ich vorher ausgehangen, indem ich die einfach ein Stückchen nach hinten gezogen habe. Also jetzt nach unten von euch aus gesehen, in diese Richtung. Und jetzt ist das Ding völlig frei und ich muss bei der Montage es wahrscheinlich dann so machen, dass ich das dann hier hinlege, dann versuche die Feder hier wieder einzufummeln. An dieser Stelle mit irgendeinem Federhaken dann da einlege und dann kann ich das mit Gewalt wieder auf die andere Seite biegen, kann das irgendwie festhalten oder mit irgendwas festsetzen, mit irgendeiner Vorrichtung, die ich mir möglicherweise noch bauen muss. Und dann geht das. Auf jeden Fall war das jetzt ziemlich zielführend, diese Feder noch ausgehangen zu haben, während die Achse oder Welle noch steckt. Eine Welle ist es eigentlich nicht. Sie überträgt kein Drehmoment und sie dreht sich auch nicht. Also es ist eine Achse. Ich sage die ganze Zeit, Welle ist natürlich falsch. Es ist eine Achse, so wie eine Radachse auch. Ja, ist gut. Und jetzt geht das nämlich viel leichter raus. Und es verhakt sich nicht gegeneinander. Was steht hier drauf? SC3C. Und wir sind am Auslass der linken, nee Quatsch, der rechten Seite. Rechts ist da, wo die Keilriemen laufen, genau. Das ist also der Rocker rechts, der Kipphebel rechts. So, alles andere ist okay. Dann die Feder. Und die Hülse. Kurz abwischen. Ja, die Hülsen haben schon zu tun. So, hier hängt noch ein bisschen Dichtmasse im Gebälk. Das fällt dann ab und zu mal rein. Dann kann man mal gerade gucken, wie hier die Ventilschaftdichtungen so sind. Ja, also. Sie liegen noch ganz gut an. Aber nicht mehr wie neue. Das ist auch ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, sie sind hier im Auslass. Der Auslass ist immer ein bisschen kritischer, weil die hier schneller verkoken und schneller verschleißen. Aber ist noch relativ gut. Ja, ist noch relativ gut. Was auch schön ist bei den Ventilen, wir haben hier keinerlei scharfe Kanten. Überhaupt nichts. Alles wunderbar abgerundet, echt perfekt. Interessant ist, die Ventilschaftdichtung sind aus Stahl. Also das, was man hier sieht, ist ein Stahlkörper. Bin mir nicht sicher, ob die Ventilschaftdichtung vielleicht, hier scheint ein Absatz zu sein. Ich denke, dass das zur Ventilschaftdichtung gehört. Es könnte aber auch zur Ventilführung gehören und der Gummi ist innen eingelassen. Aber ich denke, das ist eine Ventilschaftdichtung, weil hier ist noch so ein kleiner Absatz an der Stelle. Ich denke, es ist eine Ventilschaftdichtung mit einer Stahlummantelung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass es das nicht gibt. Also, es könnte also sein, dass
ups, dass das hier schon zur Ventilschaftführung gehört, obwohl hier so ein kleiner Absatz ist. Es kann aber auch sein, dass das eine Ventilschaftdichtung ist, die stahlummantelt ist. Also das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Auf jeden Fall, ab hier oben wird es Gummi. Das hier ist Stahl. Krass. Kannte ich noch nicht. Interessant. So, dann kann man hier die Schrauben noch deponieren. Hier fehlt noch, nee, beschriftet ist alles, okay. Der Deckel geht leider nicht mehr zu, macht aber nichts. Dann legen wir die Sachen noch dazu. So, 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 so. Dann kann ich das so wegstellen und kann den zweiten Kopf machen. Neues Kästchen. Jetzt kommt der V-Kopf. So, identisch beschriftet zum anderen. Hier ist der Kopf, der muss aber erstmal auf die Drehbank zum Öffnen der Nockenwellenschrauben. Ich denke, ich mache das mal weitgehend alleine, mache mir Musik an dabei und zeige euch nur, wenn irgendwas Außergewöhnliches in Erscheinung tritt. Irgendwelche bestimmten außergewöhnlichen Verschleißbilder oder wieder mal gebrochene Halbringe oder was auch immer. Aber ansonsten mache ich genau das Gleiche wie eben auch. Ja, Intake rechts hat auch bei diesem Kopf die Halbringe zerlegt. Oder einen zumindest. Drei Stücke haben wir insgesamt. So, das kann ich euch nochmal zeigen, versuchen zu zeigen, was ich meinte, mit zuerst die Feder aushängen beim Auslassschließerhebel. Und zwar hat das sehr viel gebracht, bevor man die Achse zieht. Ich hänge das jetzt aus und mache den Hebel so, genau. Ich hänge es also nach unten aus, dass die Feder unter dem Hebel bleibt. Genau, so war es gedacht. Und wenn man dann die Welle zieht, nein, die Welle ist es ja nicht, es ist eine Achse, genau. Wenn man dann die Achse zieht, kann man die Sachen sehr schön rausholen, ohne dass sie sich verklemmen. Das wollte ich noch mal kurz zeigen. Das war Ex links und Ex rechts muss ich noch machen. Das wollte ich eigentlich gerade schon machen, aber es hat nicht geklappt. Weil wenn ich hier drauf drücke, kriege ich das hier nicht runter. Das heißt, ich kann zwar auf den Hebel drücken, kann jetzt den Apparat hier runterfahren, den Kipphebel. Und theoretisch müsste ich dann das Schließerkäppchen runterdrücken und die Halbringe entfernen können. Aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Wahrscheinlich, weil diese Halbringe doch mal wieder einen Grat produziert haben auf dem Ventil, sodass es nicht verschiebbar ist. Dieses Problem hatte ich bei dem Zweiventiler-Motor vor ein paar Jahren massivst. Und hier ist es eigentlich gar nicht aufgetreten, bis auf hier bei diesem einen Ventil scheint es aufzutreten. Blöd. Was mache ich jetzt? Ich lege erstmal einen Lappen da unten rein, da wo das Ventil sitzt, damit das Ventil ein bisschen Polsterung hat. So. Weil das Ventil wird jetzt ein bisschen was aushalten müssen. Jetzt muss ich versuchen, den Kipphebel zu bedienen und bedient zu halten. Irgendwie. Das gefällt mir nicht, weil das kann heftigst zurückschnalzen, aber es ist gerade ganz gut vergeilt. So. Und jetzt nehme ich eine 10er Nuss und werde hier oh, wenn das losflitzt, dann schießt es mir oben die Lampen kaputt. Das dreht sich auch überhaupt nicht, das ist völlig fest, das muss ich doch drehen. Ah. Ich kann aber auch nicht erkennen, ob die Halbringe gebrochen sind. Ich sehe das gerade nicht. Das gefällt mir alles so nicht. Ah, das ist doof. Es wäre jetzt so schön, um wahr zu sein, wenn das alles eben dreht sich. Es dreht sich mit dem Ventil. Okay. Das habe ich fast befürchtet. Ah, eben ist los. Glück gehabt. So, jetzt holen wir mal die Halbringe. Die sind nicht kaputt. Jetzt holen wir mal das Ding raus. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht rausgehen.
fällt mir jetzt gerade gar nicht, meine Finger da dazwischen zu haben. Aber das Käppchen geht nicht drüber. Vielleicht, wenn ich jetzt mit der Federkraft helfe, geht das Käppchen vielleicht drüber. Ich lege mal die Federkraft wieder an. Ja. Oh wei. Jetzt mein Hölzchen raus. Ja, da ist es. Da ist es. Das war hart. Obwohl die Halbringe gut waren. Okay, nichts passiert. So, ich hänge jetzt wieder die Feder nach unten aus, wie ich das eben auch schon gemacht habe. So. Dann ziehe ich die Welle, nein, die Achse. Mal gucken, ob ich es nochmal lerne. So. Jetzt ist alles draußen, bis auf das Ventil. Das Ventil muss jetzt durch seine Ventilschaftführung durchgehen. Wenn sie das nicht, wenn es das nicht will, weil es den Grat hat, dann muss ich es in dem Zustand oben ein bisschen anschleifen versuchen. Aber ich denke, es wird gehen. So, schauen wir mal. Kommst du dann? Ja, völlig problemlos. Glück gehabt. Super. Ja, so hatten wir bei diesem Kopf so eine kleine unerwartete Schwierigkeit, die allerdings dann ganz gut lösbar war. Dann hatten wir auch hier einen zerbrochenen Halbring. Ansonsten sieht alles genauso gut und perfekt aus wie bei dem anderen Kopf auch, wo ihr bei der Zerlegung detailliert dabei wart. Das werde ich nicht waschen, wie gesagt. Das mache ich nur so sauber. Weil ich nicht will, dass das mit Wasser vollläuft. Das wird gewaschen, aber erst morgen. Weil für heute ist mal wieder Feierabend. Ja, Freunde, Zerlegen der Zylinderköpfe. Es war nicht so schwierig, wie ich zum Teil befürchtet habe. Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich es gemacht habe, weil die gebrochenen Halbringe hätte ich sonst nicht gefunden, und das ist schon wichtig, dass man die mal irgendwann findet. Und ich denke, wenn ich die, das mit den Federn kriege ich, wenn ich die Reihenfolge einbehalte, so in, also in umgekehrter Reihenfolge, das wieder zusammenbaue, wie ich es auseinandergebaut habe, mich noch daran erinnere, was wahrscheinlich passieren wird, weil ich habe es ja auf Video und ihr wisst jetzt auch alle, wie es geht. Also ist alles machbar, würde ich sagen. Nicht so schwierig. Ja. Dann zeige ich euch erstmal dieses Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis demnächst bei Zams Channel. Und tschüss.